gemerkt, wenn er auch nur einmal aufgestanden wäre. Ich versichere Ihnen, der Junge war hier auf der Couch, die ganze Nacht lang. Also, das wären 50 Minuten einfach, bei normaler Geschwindigkeit. Ja, bei normaler Geschwindigkeit. Der Junge wollte sich bestimmt nicht gern von der Streife aufhalten lassen. Wie lange schätzt du, war er im Haus? 20 Minuten. 15 mindestens. Er hätte bestimmt 2 Stunden gebraucht. Wir überprüfen das am besten mit Grangers Nieren. Ja. Fangen wir noch mal von vorne an. Hey, Patty. Walker. Was führt euch hierher? Naja, wir waren noch mal im Haus. Ach ja? Und was ist? Habt ihr was gefunden? Ja, ein allererstes Beweisstück. Wir haben es in Bobbys Zimmer gefunden, zwischen der Matratze und dem oberen Teil des Bettes. Das ist ja toll. Und wisst ihr, wer der Täter ist? Ist ein 16er Kaliber. Wir haben sie ballistisch untersuchen lassen. Sie passt in eine kurzläufige Remington. So eine Waffe gab's im Keller. Walker, weißt du, wann diese Waffe das letzte Mal benutzt wurde? Nein, leider. Sie wurde erst vor kurzem gereinigt. Wir glauben, dass der Mörder sich in dem Haus sehr gut ausgekannt hat. Also, wenn das die Mordwaffe war, dann wusste der Mörder, wo er das Zeug zum Reinigen findet. Er reinigte die Waffe und hat alles wieder ordentlich aufgeräumt. Ich muss dir noch was Wichtiges mitteilen. Luke ist beim Lügendetektor durchgefallen. Er ist jetzt unser Hauptverdächtiger. Was? Du hast ja nicht mehr alle, Calhoun. Hey, Byron. Wie weit seid ihr mit den Ermittlungen? Wir sind nah dran, Luke. Sehr nah. Wir melden uns. Onkel Luke! Onkel Luke! Oh. Mann, ich bin verliebt. Dieses Baby hat 8500 Kubikzentimeter und 325 PS. Pure Power. Willst du mal fahren? Ja, ja, aber nicht jetzt, Luke. Und, hat Byron was Neues gewusst? Er hat in Bobbys Zimmer eine Patronenhülse gefunden. Kaliber 16. Er sagt, es sei ein guter Hinweis. Ja. Das ist gut. Sehr gut. Es wird auch Zeit, dass er was tut, hä? Huh? Das ist aber eine hübsche Kette. Findest du auch? Luke hat sie mir gekauft. Er ist wirklich ein Schatz. Sie ist echt. 18 Karat Gold. Und eine Brillantuhr auch. Eine Schweizer. Luke hat auch eine. Jetzt hast du alles, was du willst, nicht wahr? Wer mag frische Limonade? Ich will Limonade! Wetten, dass ich Erster bin! Nein, ich bin Erster! Nein, ich bin schneller als ihr beide! Nein, ich bin schneller als ich bin Erster, ich hab gewonnen! Hey, langsam, langsam! Die 16mm-Waffe gehört Luke. Was soll das heißen? Glaubst du, er hat Mama, Daddy und Bobby umgebracht? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, es ist nicht ganz unmöglich. Hey, das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Dieser Test bedeutet gar nichts. Byron hat erst mich in Verdacht gehabt und jetzt Luke. Er dreht sich einfach im Kreis. Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Es war jemand, der sich im Haus auskannte, der die Waffe kannte. Ich will davon nichts mehr hören. Es reicht jetzt. Oh. Ich warte auf dich. 45 00 45. Komm rein. Komm rein. Heiße Kontakte. Alles ganz privat. Für Sie, ihn und natürlich auch für Paare. Wähle 11873 und verlange den Kontaktclub. Hey, pst.
Schau mal, 01805-1998. Bis gleich. Ganz Europa ist im Sammelfieber. Besonders gefragt ist der Kursmünzensatz von Finnland. Da die 1- und 2-Cent-Münzen dort nur in einer sehr geringen Sammlerauflage geprägt wurden, sind komplette Sätze mit allen 8 Münzen sehr selten und nur schwer erhältlich. Rufen Sie am besten gleich an unter 0185 312 612 und bestellen Sie Ihren Euro-Kursmünzensatz Finnland zum Preis von nur 10 Euro. Portofrei. Hey, pst, schau mal, 01805 1998. Bis gleich. Ich warte auf dich. 45 0045. Komm rein. Komm rein. Gaze Online. Für nur 12 Cent pro Minute. 0180 55 022. Also 0180 55 022. Eine Rettungsaktion. Mit Katastrophe. Room, die neue Staffel. Dienstag, 20.15 Uhr. Pro7. 3 Jahre Sex and the City. Erleben Sie die Highlights. Eigentlich ist alles möglich. Die schönsten Stories. Das Land der Frauen, so wie es sein sollte. Was denn? Starke Momente. Hot, sexy porn. Zugleich sehr realistisch und extrem albern. Schauen Sie mit den Stars hinter die Kulissen der Kultserie. Das Special Sex and the City. Dienstag, 21.15 Uhr. Pro7. Ja. Der Besitz ist wunderschön. Ich habe ein paar Kunden in Atlanta, von denen ich weiß, dass sie an sowas bestimmt interessiert sind. Das verkaufen wir ohne Probleme. Daddy war so stolz auf sein großes Haus. Ich habe viele schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Es sind 3 Schlafzimmer, oder? Mhm. Noch 2 kleinere oben. Das Badezimmer ist sehr hübsch und groß. Da ist noch Platz für einen Whirlpool. Es hat sich nichts verändert. Man könnte glauben, es wäre nichts passiert. Gut gemacht. Hier, nimm den Truthahn, Walker. Gut gemacht, Lukas. Du hast deinen ersten Truthahn geschossen. Du bist dann mal ein guter Jäger. Weißt du, dass mein Daddy dieses Land gerodet und dieses Haus ganz allein gebaut hat? Stein auf Stein. Es ist unser Familiensitz und ich glaube nicht, dass ich ihn verkaufen will. Weißt du, am allerliebsten würde ich hier selbst einziehen. Du willst da einziehen? Warum nicht? Warum verkaufen wir nicht das Haus in der Stadt? Wir hätten hier das Büro und die Stellplätze. Wir haben Wald, Felder. Ich glaube, hier sollten unsere Kinder aufwachsen. Es wird ihnen gefallen. Ich weiß wirklich nicht, ob das so gut ist. Es wäre das Beste, was wir tun können. So werden wir am ehesten mit dem fertig, was hier passiert ist. Und können es vielleicht irgendwann vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich glaube, dass wir hier draußen glücklich werden könnten. Mom und Dad hätten sich das gewünscht. Könnten wir es nicht wenigstens versuchen? Wie kommt ihr nur auf die Idee, in das Haus einzuziehen? Es wäre doch für alle sehr praktisch, Luke. Warum willst du nicht wieder in dein altes Zimmer ziehen? Luke könnte in diesem Haus nicht leben, nach dem, was er gesehen hat. Ich bin überrascht, dass ihr es könnt. Ich will das Haus nicht mehr betreten. Geschweige denn da leben, das wisst ihr doch. Luke, du wirst dort immer ein Zimmer haben, falls du deine Meinung mal ändern solltest. Hi, Patty. Hi, Byron.
Gib her, ich helfe dir tragen. Danke. So ein herrlicher Tag. Etwas Regen wäre aber auch nicht schlecht. Byron, du bist doch nicht hier, um übers Wetter zu reden. Ich war schon bei euch zu Hause, aber Walker scheint wohl unterwegs zu sein. Es ist bewiesen, Patty. Die Mordwaffe war aus dem Keller, eine 16mm Kaliber. Das ist Lukes Waffe, oder? Ich weiß es nicht. Ich denke, er hat sie ein paar Mal benutzt. Was hat Luke gesagt, als wir die Hülse gefunden haben? Nicht viel. Er fand es sehr gut. Gut? Was hat Walker gesagt? Hat er was zu dem gesagt, was wir ihm erzählt haben? Frag ihn doch selber. Sind das nicht Lux-Sachen? Ja, ich werde sie ihm rüberschicken. Hey, warte, ich habe mit ihm gesprochen. Vielleicht ändert er seine Meinung noch. Walker, ich will nicht, dass Luke bei uns wohnt. Ich will Luke nicht um mich haben, nach dem, was man mir erzählt hat. Nachdem man dir was erzählt hat? Wovon redest du überhaupt? Es steht fest, dass deine Eltern mit Lukes Gewehr erschossen wurden. Wer sagt das? Byron. Byron? Wieso erzählt Byron dir das eigentlich? So ein Mistkerl! Geht's euch gut? Ja. Ja! Habt ihr euren Onkel Luke vermisst? Ja! Ich hab etwas für euch. Was hatten die Erdbeergemüse dabei? Genau! Ich hab euch was mitgebracht. Das ist sehr nett von dir, Luke. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Hey, kommt von Herzen. Wollen wir es Ihnen sagen? Ich hab Kimberly gebeten, meine Frau zu werden. Willst du wirklich diesen nichtsnutzigen Typen haben? Das weißt du doch. Ich freue mich so für euch. Wir haben wirklich ein klein wenig Glück in dieser Familie verdient. Ja. Wann ist der große Tag? Können wir auch kommen? Aber natürlich, meine Süße. Wir wollen übernächsten Samstag heiraten. So schnell? Ich wüsste nicht, warum wir noch warten sollten. Nicht wahr, Schatz? Walker? Ich fänd's schön, wenn du mein Trauzeuge wärst. Es wäre mir eine große Ehre. Luke, Daddy würde wollen, dass du mit diesem Geld aufs College gehst, damit es dir mal besser geht. Es geht mir doch gut, Bruder. Ich hab Kohle und ich heirate das hübscheste Mädchen weit und breit. Wie viel Geld hast du eigentlich noch von der Lebensversicherung? Das ist meine Angelegenheit. Ich werde wahnsinnig, wenn ich sehe, wie du es zum Fenster rauswirfst. Hör mal, Daddy sieht es doch nicht mehr, oder? Na schön, du willst Kim heiraten. Ich bin der Letzte, der was dagegen hat. Wenn es dich glücklich macht. Aber du weißt, was Mom sagen würde. Kim ist Methodistin. Weißt du, du hörst dich von Tag zu Tag mehr an wie Daddy, weißt du das? Ich meine, du bist zwar noch nicht so böse wie er, aber du bewegst dich in dieselbe Richtung. Ich bin kein kleines Kind mehr, ich muss dich nicht um Erlaubnis fragen. Luke, ich möchte nur, dass du glücklich wirst. Das ist alles. Kimberly, glaubst du wirklich, das ist eine gute Idee? So kurz nach dem Mord? Was, zu heiraten? Luke findet, das ist eine sehr gute Idee. Naja, ich meine, solange der Fall nicht abgeschlossen ist. Du weißt, dass sie Luke verdächtigen. Und es weiß auch jeder, dass das lächerlich ist. Bist du wirklich sicher, dass du ihn heiraten willst, bevor er von dem Verdacht freigesprochen ist? Natürlich will ich das. Das Leben muss weitergehen. Dieser Meinung ist Luke und ich. Stimme ihm zu. Ich denke, es ist eine gute Idee. Luke, bevor wir reingehen, möchte ich mit dir etwas besprechen. Beim Lügendetektortest bist du durchgefallen. Ich gebe nicht viel drauf, ich finde solche Sachen auch beschissen. Es liegt an Byron. Erst verdächtigt er mich, jetzt denkt er, dass du es warst und... Ich möchte, dass deine Unschuld bewiesen ist, okay? Dann wird er wohl endlich nach dem echten Mörder suchen und ich habe herausgefunden, dass du in Atlanta einen umfassenderen Test machen kannst. Ich will nicht nach Atlanta. Ja, und ich weiß auch warum. Aber ich komme in der Zeit auch ohne dich zu. Das ist Zeit- und Geldverschwendung und es bringt uns nichts weiter. Ich bin unschuldig. Es ist mir verdammt nochmal egal, ob der Sheriff das glaubt oder nicht. Tu es für mich. Wir werden es Byron nicht mal erzählen. Geh zu diesem Test für mich. Ich mach's auch nicht für dich. Es tut mir weh, dass du das verlangst. Ich gehe nicht hin, verstanden? Luke, ich...
Pass auf, wenn du nach Atlanta gehst, dann werde ich einen Laster verkaufen und gebe dir das Geld als Hochzeitsgeschenk, okay? Ich will dein verdammtes Geld nicht und einer von den LKWs gehört sowieso mir. Wie die ganze verdammte Firma, wenn ich das Testament finde. Hey, Luke, wenn du mir diesen einen Gefallen nicht tun willst, dann tut es mir leid. Dann kann ich auch nicht dein Trauzeuge bei der Hochzeit sein. Schatz, Kimberly sagt, wir sollen anfangen. Er wird nicht kommen, Tante Claire. Das hat er gesagt und er kommt nicht. Ich glaube nicht, dass er zur Hochzeit seines Bruders nicht kommt. Was ist eigentlich zwischen euch beiden vorgefallen? Das fragst du ihn besser selbst. Er ist so verdammt dickköpfig. Wir fangen an. Und so hat Onkel Luke den größten aller Fische aus dem ganzen See gefangen. Und wisst ihr was? Hat er das? Ja, das hat er. Und wisst ihr, was ich getan habe? Ich zerrte ganz fest an ihm. Ja, und er zerrte ganz fest an mir. Und wir krabbelten bis zu dem alten Baum am Rande des Sees und zogen den Fisch an. Habt ihr nicht? Das haben wir doch. Habt ihr nicht? Und wisst ihr, was wir dann gemacht haben? Mama hat den Fisch gebraten und wir haben das halbe Dorf damit gefüttert. Das glaube ich nicht. Aber sicher. Das glaube ich nicht. Wir hatten sogar noch was zum Frühstück übrig. Okay, kommt schon. Ihr müsst ins Bett. Glaubst du, dass sie schon verheiratet sind? Ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid, dass wir nicht hingehen konnten. Weißt du, manchmal sind Erwachsene verschiedener Meinung. Na los, ihr zwei, kommt schon. Ihr müsst jetzt Zähne putzen. Ich sauge euch das nur wieder auf. Kommt schon. Gute Nacht. Hopp! Ah, bist du schwer geworden. Bitte erzählst du uns noch eine Geschichte? Bitte, bitte. Walker? Du hast mir den wichtigsten Tag meines Lebens versaut. Schrei hier nicht so rum. Jeder, der in der Kirche war, fragte mich, wo ist Walker? Was sollte ich Ihnen denn sagen? Luke, du hast deine Entscheidung getroffen und ich eben meine. Langsam denken alle, du hast was gegen mich. Oh, Luke, dein Bruder ist doch nicht gegen dich. Ach ja? Irgendjemand scheinbar doch. Du? Du und dein lieber Freund, der Sheriff? Sag mir nur eins, Patty. Findest du es vielleicht richtig, dass mein Bruder nicht zu meiner Hochzeit kommt? Natürlich findest du das. Walker tut nichts Falsches. Weißt du, an wen du mich erinnerst? An Mom. Du bist manchmal wie sie. Bobby hinten und Bobby vorne. Mom und ihr süßer kleiner Bobby. Bobby konnte auch nichts falsch machen. Ich will dir mal was sagen. Walker ist mein Bruder. Und dieses Band hält mehr, als es jede Ehe tut. Denke also nur nicht, dass du dich jemals zwischen uns stellen kannst. Hast du verstanden? Walker, du solltest jetzt das Familienoberhaupt sein. Und was machst du? Du bringst die Familie auseinander. Ich sage dir, die Gerüchteküche kocht. Die einen sagen, es geht ums Geld. Die anderen sagen, du hast was gegen die Grangers. Ein paar sind sogar der Meinung, du wärst selbst in Kimberly verliebt. Hör auf. Als ob unsere Familie nicht ohnehin genug Probleme gehabt hätte. Also was ist jetzt wirklich zwischen euch vorgefallen? Luke hat den Lügendetektortest nicht bestanden. Jetzt steht er unter Verdacht. Er soll der Mörder sein? Ich wollte, dass er nach Atlanta geht und einen neuen Test macht, seinen Namen reinwäscht. Aber er wollte nicht. Er weigert sich. Aber du weißt doch sicher ganz genau, dass Luke es nicht gewesen sein kann. Ich will ein paar Antworten, Claire. Ja? Wo sind Bo und Michelle? Die hat doch Onkel Luke zum Mittagessen abgeholt. Ich glaube, ich habe sein Auto gesehen. Walker! Walker! Er hat die Kinder entführt! Wer? Luke, er hat sie vor Stunden von der Schule abgeholt. Ich habe zu Hause angerufen, da hat sich niemand gemeldet. Kimberly weiß auch nicht, wo er ist. Er fährt wahrscheinlich nur mit ihnen spazieren. Ich du weißt doch, wie sehr Byron. Er sie liebt. Lass Byron Kommst aus dem Spiel. Kommst du jetzt mit oder nicht? Patty! Patty! Seit wann sind sie verschwunden? Erst seit heute Mittag.
Es ist alles in Ordnung. Sie tauchen bestimmt bald auf. Ihr beide geht am besten nach Hause. Vielleicht sind sie schon da oder melden sich gleich. Patty. Nein, nein, ich würde lieber mit euch fahren und sie suchen, bitte. Das ist unser Job, Patty. Du gehst nach Hause. Komm, er hat recht. Gehen wir. Wo? Michelle! Oh, Walker. Ist ja schon gut. Wir werden sie finden. Es wird alles gut. Komm schon. Überraschung! Oh. Wir haben dich dran gekriegt. Mom? Wir haben das Auto versteckt. Du konntest es nicht sehen. Wo wart ihr, Luke? Was fällt dir ein? Wir sind ein bisschen spazieren gefahren. Es war schönes Wetter. Ist denn irgendwas... Du stellst Fragen. Was hast du dir dabei gedacht? Glaubst du nicht, dass wir uns Sorgen gemacht haben? Nein, wieso denn? Es tut mir ja leid. Ich hätte sie ja früher zurückgebracht. Aber wir hatten einfach zu viel Spaß, nicht wahr, Kinder? Ja! Ich will dich nicht mehr in meiner Familie haben, Luke. Verstehst du das? Wie bitte? Du sollst dich von uns fernhalten. Patty. Ist das dein Ernst, Walker? Du willst mich hier nicht mehr sehen? Nie mehr. Naja, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Kommt schon. Patty? Schatz. Luke ist mein Bruder. Und ich werde mich um ihn kümmern. Verstehst du nicht, dass er gefährlich ist? Ich habe Angst vor ihm. Er haut einfach mit den Kindern ab. Was muss denn noch passieren? Tötet er uns alle? Hör mir mal zu. Mein Bruder liebte meine Mom, mein Dad und Bobby. Und du willst mir weismachen, dass Luke meine ganze Familie umgebracht hatte? Oh nein. Tut mir leid. Walker! Hey Mann, willst du nicht wissen, wohin du musst? Oh, danke. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. Alles klar. Komm dich mal besuchen. Walker ist bestimmt nicht vor morgen früh zurück. Wir sind also ungestört. Ich hab dir gesagt, dass ich dich hier nicht sehen will. Ja, aber ich denke, dass wir beide uns über ein paar Sachen unterhalten müssen. Ich möchte aber nicht. Aber ich. Bevor wir uns nicht geeinigt haben, werde ich nicht gehen. Also gut. Ich gehe mal kurz rein und sehe nach den Kindern und dann können wir uns hier draußen unterhalten. Patty, wenn du nicht wieder rauskommst, dann komme ich rein. Byron da? Können Sie ihn im Auto anfunken und ihm sagen, dass er so schnell wie möglich zu den Morrisons kommen soll? Vielen Dank. Warum kommst du nicht her und setz dich? Worüber möchtest du mit mir sprechen? Glaubst du, ich habe meine Familie getötet? Wenn du das tust, verletzt mich das. Also du glaubst wirklich, ich bin mit meinem Gewehr da reingegangen und hab sie alle umgepustet. Peng, peng, peng. Mom und Daddy und den süßen kleinen Bobby. Und neulich hast du wirklich geglaubt, ich würde den Kindern was tun. Ich? Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Und jetzt hast du große Angst, ich würde dir wehtun. Meine eigenen Schwägerin. Du versuchst, meinen Bruder gegen mich aufzubringen. Den Rest unserer Familie kaputt zu machen. Du glaubst, ich würde dir wehtun. Das tut mir sehr weh, Patty. Wann hörst du endlich auf, mir weh zu tun? Mann, wozu musste das wieder sein? Wir haben uns doch nur nett unterhalten. Was suchst du hier, Luke?
Ich mache einen Besuch bei meiner Schwägerin. Hast du ihn eingeladen? Nein. Hast du ihn gebeten zu gehen? Ja. Also, das klingt für mich nach so einer Art von Belästigung. Steig schon ein. Du kannst mir einen Besuch abstatten. Ich werde nirgendwo mit dir hingehen, Byron. Du weigerst dich? Aha. Du kannst es dir aussuchen, Junge. Entweder du sitzt in diesem Auto, bevor ich bis drei gezählt habe, oder du wirst viel Schrot aus deinem Arsch klauben in der nächsten Woche. Nur ganz egal wie, wir werden uns ein bisschen unterhalten. Eins. Zwei. Na gut. Byron, ich spiele ja schon mit. Wir unterhalten uns noch. Steig schon ein. Okay, Luke. Wir fangen noch mal von vorne an. Wir haben noch ein paar Fragen. Ich habe nichts zu verbergen. Wer ist das? Ich bin der Mann mit den Fragen. Wo ist er? Byron? Wo ist mein Bruder? Wir stellen ihm nur ein paar Fragen. Ich möchte mit ihm sprechen. Das Ganze muss endlich aufhören. Einfach vorbeizukommen und Patty Angst zu machen. Sie hat guten Grund, Angst zu haben. Ich will nicht, dass du dich da einmischst, Byron. Das ist eine Familienangelegenheit. Ich möchte ihn mit nach Hause nehmen. Zuerst möchte ich, dass du dir etwas anhörst. Komm schon. Also gut. Nochmal. Du kamst also um die Ecke. Ich hab's doch schon gesagt. Ich sah Daddy da liegen. Ich ging zu ihm und sah, dass er tot war. Dann ging ich in Bobbys Zimmer. Und ich sah Bobby im Bett liegen. Ich ging zu ihm, aber ich habe ihn nicht berührt. Ich wusste, dass er tot war. Wer ist das? FBI Special Agent Fraser. Kriminalpsychologe. Oh Gott, ich will nicht mehr darüber sprechen. Bist du auch ins Elternschlafzimmer gegangen? Ich hab doch gesagt, nein. Ich lief ganz schnell weg. Ich weiß nicht mehr so genau. Schon gut, schon gut. Und wenn ich dir sage, dass deine Fingerabdrücke auf der Schlafzimmertür deiner Mutter sind? Und wieso nicht? Ich hab da gewohnt, ich war sehr oft im Zimmer meiner Aber Mutter. Aber an diesem Tag, an dem Tag, an dem du den Mord entdeckt hast, bist du da in das Schlafzimmer deiner Mutter gegangen? Ich weiß es nicht mehr. Es passierte alles so schnell. Es passierte alles so schnell. Damit geben wir uns nicht zufrieden, Luke. Du musst dich erinnern. Ich will mich nicht mehr daran erinnern. Verstehen Sie das nicht? Oh. Setz dich. Also, bist du in das Zimmer deiner Mutter gegangen? Ja, ich bin vielleicht in das Zimmer gegangen. Ja, das musst du wohl. Du musst genau neben ihr gestanden haben. Du hast doch dem Sheriff gesagt, dass du deiner Mutter genau in die Augen gesehen hast. Du musst dich über sie gebeugt haben. Hier kommt dein Spezialtoast, Bobby Schatz. Ich hab dir extra dein Lieblingsessen gemacht. Hey, ich will auch so einen Toast. Du kommst zu spät, du kannst Cornflakes haben. Es ist nicht fair. Hey, Mom! Luke, was hast du wieder angestellt? Bin dir scheißegal! Luke! Luke! Luke. Luke. Hast du deine Mutter getötet? Nein, Sir, ich war es nicht. Ich könnte nie meine Mom umbringen. Ich hatte nur... Es fällt mir schwer, mich an alles zu erinnern. Ich habe alles verdrängt. Ja,
Ja, ich erinnere mich. Ich war in ihrem Zimmer. Hast du auch den Namen geschrieben gesehen? Ja.